Am 24. Dezember um 15 Uhr können Sie hier auf TV Berlin eine Weihnachtsandacht vom ICF, die es so noch nicht gab, erleben. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Christmas out of the box. Gott näher als erlaubt. Herzlich willkommen. Ich darf jetzt in den TV Berlin Studios Stefan Hensch begrüßen. Er ist der Leitner Pastor des ICF Berlin. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist Weihnachtszeit, Sie haben besondere Maßnahmen gemacht. Möchte ich erstmal gerne wissen, ICF, was ist das genau? Genau, ICF, wir sind eine Freikirche, überkonfessionell. Und unsere Besonderheit ist, dass wir versuchen, die biblische Botschaft auf eine ganz kreative und moderne Art und Weise in unsere Lebenswelt zu übersetzen. Mit ganz viel Kreativität, mit Tänzen, mit Musik. Wir haben keine Kirchenorgel, wie man es erwartet, sondern eher angelehnt an amerikanische Kirchen, wo dann ein Gospelchor steht. Haben wir eine moderne Band, die Musik spielt, die man auch so im Radio hört. Und gleichzeitig auch eine kreative Predigt, die immer mit einer Illustration versucht, einen Punkt aufzugreifen, den die Menschen beschäftigen, ob sie Christen sind oder nicht, das ist völlig egal in dem Moment. Aber wir versuchen aus der Bibel eine Botschaft in die Welt der Menschen hinein zu übersetzen. Und seit wann gibt es die Kirche? Wir haben 2004 in Berlin gestartet und sie gibt es ursprünglich schon länger. Und in allen europäischen Großstädten, Hamburg, Zürich, München, gibt es ICF-Kirchen. Und an verschiedenen Standorten, die findet man. Und wir haben aber 2004 in Berlin gestartet. Und wo ist genau der Standort? Ja, unser Hauptstandort ist im Tempelhof in der Ringbahnstraße, quasi unmittelbar neben dem Tempelhofer Feld. Nur die Autobahn und die S-Bahn trennt uns. Und dort haben wir eine große Loftfläche, wo unsere Gottesdienste, wir nennen sie Celebrations, weil wir bewusst den Feiercharakter aufrechterhalten wollen, so wie es damals in Tempelzeiten war. Okay. Und deswegen haben wir dort eine große Fläche. Und wie sieht Ihre Gemeinschaft aus, jung und alt? Ja, wir sind generationenübergreifend, wir haben eine sehr starke Familienarbeit, eine Kinderkirche, die Sonntag, wir haben drei Gottesdienste, 10 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr und morgens bei beiden Gottesdiensten gibt es nochmal vier Kindergruppen, die auch mit Puppentheater, mit ganz viel Schauspiel in die Kinderwelt die Botschaft zu übersetzen und bis hin zum Rentner haben wir wirklich alle Menschen, einfach das Bild der Stadt, auch durch alle sozialen Schichten durch, das ist für mich Kirche und wir sagen immer, Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche besteht aus Menschen und die Menschen füllen mit ihren Gesichtern jeden Sonntag unsere Räume. Es sei denn, es ist Corona und Lockdown. Da kommen wir jetzt dann zum Lockdown, zum ersten Lockdown. Sie haben, erstmal erzählen Sie mir, wie es war beim ersten Lockdown. Ja, das erste war ein Schock, weil wir sind schon von geprägt, dass viele Menschen kommen und es war auf einmal nicht mehr möglich. Und wir mussten innerhalb von kürzester Zeit, von Donnerstag auf Sonntag, alles auf Livestream umstellen. Wir haben alle Stühle rausgeräumt, wir haben Kameras angeschafft, wir haben versucht, ein Studio-Setting zu machen von der Bühne, weil Live und Studio ist ja nochmal ein kompletter Unterschied. Und wir haben ab dem Zeitpunkt für den ersten Lockdown in die Wohnzimmer gestreamt, was wir sonst haben. Mussten uns ein bisschen umstellen, haben versucht, sehr interaktiv zu sein, auch über Kommentare, über Chatfunktionen, um mit den Menschen auch in Kontakt zu bleiben, weil das war ja nicht so möglich. Also normalerweise haben wir einen Gebetsraum, wo Menschen hingehen können, um am Kreuz für Sachen zu beten. Das haben wir dann halt in eine Breakout-Session eines Zoom-Accounts gemacht, wo dann trotzdem persönlich wir für Menschen da sein konnten. Sobald es möglich ist, werde ich Sie mal besuchen in Ihrer Kirche. Aber jetzt ist ja leider nicht möglich und jetzt haben wir Weihnachten und Sie haben sich was ganz Besonderes erdacht. Genau, weil normalerweise machen wir zu Weihnachten immer ein großes Musical. Wir sind mal im Gasometer, mal im Kino, um eine große Bühne zu haben, um wirklich ein Feuerwerk an Kreativität dann nochmal Weihnachten besonders herauszuproduzieren. Und das ist dies Jahr nicht möglich. Und wir haben aber auch gemerkt, dass Leute müde geworden sind, Livestream, weil man sitzt für Arbeit auf Computer, Schule, Homeschooling läuft teilweise über Computer. Und dann haben wir überlegt, wir streamen an Heiligabend 15 Uhr live aus unserem Wohnzimmer. Wir sitzen am Kamin, so ist es geplant, mit einer Oma, mit Kindern und wir packen Geschenke aus. Und diese Geschenke haben wir vorher an die Menschen geschickt. Wir haben seit Wochen eine Webseite scharf gestellt, wo man diese Pakete bestellen kann. Und da gibt es Pakete für Erwachsene und es gibt Pakete für Kinder. Und während wir die an Heiligabend live auspacken, Stück für Stück
dürfen das Leute zu Hause auspacken. Und wir gehen quasi durch die Weihnachtsgeschichte durch, weil die Übertragung ist ja ähnlich. Maria und Josef, die haben keine Herberge gefunden und heute darf man ohne Passierschein, ohne Gesundheitsbescheinigung in Mecklenburg nicht mehr in eine Pension. Und wir haben versucht, jeden Punkt der Weihnachtsgeschichte in unsere Welt zu übertragen. Die ist in dieser Kiste verpackt für Kinder, für Erwachsene und im selben Zeitpunkt, wenn man vorm Fernseher sitzt oder bei uns auf der Bühne, wird es ausgepackt und dann erleben wir quasi die Weihnachtsgeschichte physisch und virtuell miteinander. Das ist ja wunderbar und Sie können uns noch nicht verraten, was da drin ist. Ich weiß, was drin ist, ja. Aber ich darf es nicht verraten, weil sonst ist die Spannung weg. Ja, genau. Also um 15 Uhr kann man das, genau. Wo kann man das ansehen? Also 15 Uhr hier? Auf TV Berlin. Ja. Wir streamen auf YouTube und allen sozialen Medien über Facebook, über unsere Seite. Wir haben ICF Berlin, haben wir eine eigene Facebook-Seite oder auch unsere Webseite www.hauptstadtkirche.de ja. oder icf-berlin.de gibt es unter Livestream, ist es dann dort freigeschaltet. Also alle Möglichkeiten, aber ich kann natürlich TV Berlin empfehlen, weil da ist der größte Bildschirm zu Hause, statt so einen kleinen Rechner zu haben. Das Erlebnis ist viel besser. Ja, und kann man jetzt noch Last-Minute-Bestellungen aufgeben? Ja, also es geht nicht mehr per Post zu versenden, das schaffen wir nicht, aber wir haben auf unserer Webseite ein Bestellformular und wenn man dort die Adresse und Telefonnummer hinterlässt, dann gibt es bei uns Wichtel und Elfen, die fahren gerade von Haustier zu Haustier und bringen die noch vorbei. Also wir haben noch Kapazitäten und könnten die noch, wenn jemand ganz schnell ist, das noch bis Heiligabend unter den Weihnachtsbaum liefern. Oh, das wäre wunderbar. Und wie viele Pakete haben Sie denn verschickt? Also wir haben jetzt so um die 600 Pakete gepackt bisher. Das ist schon eine Menge. Genau, und auch das waren erschwerte Bedingungen, weil man darf ja nicht mit so vielen Leuten packen, immer mit Maske. Aber wir haben ein gut organisiertes Team von ganz, ganz vielen Ehrenamtlern. Und das ist auch mein Dank an Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in allen Kirchen. Weihnachten trotz dieser Corona-Umstände auf die Beine zu stellen, das ist schon verdient, auch von pastoraler Seite, meinen größten Respekt. Wie wichtig ist es denn, solche Sachen zu machen während der Weihnachtszeit für die Bevölkerung, für die Menschen? Ich finde es super wichtig, weil ich glaube, Weihnachten kommt man auch emotional und gedanklich wieder zurück und fragt sich, was sind Werte, was bleibt eigentlich, wenn einem Dinge genommen werden, wie wir es jetzt gerade in dem Jahr erlebt haben. Und die einen feiern in Familie, das ist schön und sie haben diese Familie, aber nicht jeder hat das Recht, eine Familie zu haben. Und es gibt auch Menschen, die sitzen allein zu Hause und wenn die Tür zu ist, ist es still zu Hause. Und da schlägt unser Herz schon für die Menschen, zu sagen, wir möchten für die Menschen da sein, auch in Zeiten, wo sie ganz alleine sind oder mit Herausforderungen konfrontiert werden, die sie im normalen Leben nicht so wahrnehmen, weil es durch den Stress der Großstadt irgendwie überschattet wird. Und deswegen wollen wir gerade als Kirche ganz bewusst für Menschen da sein und deswegen unternehmen wir auch so viel. Wunderschön. Also Christmas in the Box am 24. Dezember, 15 Uhr. Schaltet ein. Vielen Dank. Sehr gerne. Christmas out of the box. Gott näher als erlaubt. Am Heiligen Abend um 15 Uhr bei TV Berlin.